Wenn du, ja, ich sehe dich. Du bist ein. Flieg mal Richtung, ja, flieg mal so weiter, bis ich sage, Richtung Ost. Also Richtung Dover. So weiterfliegen erstmal. Mal weiter. Immer weiter auf Küste zu, auf die englische Küste zu. Auf die englische nach links jetzt, also okay. Naja, weil sonst komme ich schnell ran, wenn du das sein solltest. Kann nur jemand anders verfolgen hier. Ich bin jetzt in der Linkskurve. Nee, Auf dann Deck. bist du das nicht. Das ist doof. Vielleicht in der Bin in leichten der Nähe linken von Kurve. Folkestone. Ja. Der Kontakt vor mir fliegt das Kurve Richtung Frankreich. Jetzt zieht er hoch steil. Das bin ich. Okay. Bin da. Halt aus. Der beschossen, der hat nach Ja, Ungarn. er zieht runter mit dir, runter, nicht hoch. Oh ja, der ist ziemlich nah. Aber, ne, Moment. Glaube, das schafft er nicht. Doch, schafft er, verdammt. In Wolken wird es ja echt ein anderes Kämpfen, wenn die so flach sind. Das ist echt krass. Hat er abgelassen? Ne, er hängt noch. Nein. Jetzt hat er abgelassen. Bist frei. Ne, hat er nicht, hat er nicht. Oh, doch nicht. Immer die Leute, die sagen, dass Sehr jemand schön, sehr abgelassen schön. hat. Und dann hat er gar No nicht. whisper target found. Er hängt noch. Aber er kann nicht mehr ohne mehr so. Der raucht und stinkt schon. Aber hängt noch, hängt noch, hängt noch, hängt noch, hängt noch. Aber da Negativ. kommt nicht mehr gut hinterher. Hat er noch eine Sehr schön, danke, weggekriegt? danke, danke, danke. Ich bin genau hinter ihm. Kannst du ihn holen, weil ich habe fast nichts mehr. Keine Leistung mehr. Ja. Ich glaube, der raucht ab. Ich gehe nach oben. Decken. Wo seid ihr gerade? Verfolgst du in Kurven herum? Ich bin hier über Pieren gerade mit einer Spitter, aber die jetzt schon gleich bald runtergehen wird, so wie ich das sehe. Achtung! Der ist weg. Sehr schön, hol du. Bei Kokel schießt gerade die Flak, falls hier jemand ist. Okay, ich bin hier noch über Pieren, über den drei Plätzen, aber würde danach kommen. Also ich habe jetzt hier Danke, gerade wie du bist zwei da dran. dunkle Flakwolken Ja. gesehen. Komm mal höher. Alles klar. Die Farbe aussehen. Jo. Bist du beschädigt? Nein, der hat mich nicht einmal getroffen. Okay, dann häng dich ran. Victor. Schau nochmal in der Gegend rum, was hier los ist. Halb elf. Volllast. Kann es sein, dass man den Soundbug mit dem Motorgeräuschen nur in der E3B zum Beispiel hat? Was meinst du damit? Naja, das unabhängig von der Drehzahl hört sich der Motor an, als würde er die ganze Zeit irgendwie auf Nee, 2500 Umdrehungen das liegt gehen. an der E3B tatsächlich. Die hat einen anderen Lader und ab einer gewissen Drehzahl ist der ausgeschlagen. Das heißt, ab 2200 Umdrehungen hört er sich Ich habe konstant jetzt auch gleich eine an. Spit hier, da kam einer, der hat Pfeffelhütte wohl. Hilfe, bist du noch da, Kaya? Hilfe! Wo bist du? Bei Pieren. Bei den drei Plätzen flach. Oder was war das? Warte mal, er hat mich verloren, glaube ich. Oder war das eine G50? Pien, warte, okay, ja. Komm mal, ich Steige bin. jetzt gleich. Ich komme nach Calais erstmal, bin auf 10 mittlerweile. Mal schauen, wer hier ist. Aber das ist die Spitz. Warte mal, ich drehe mal rum, bin über Pien jetzt. Ich bin noch immer bei Coquel. Okay. Unter uns fliegt was, Lego. Was war denn das Geh jetzt? ran, ich folge. Bist du zwischen diesen drei Plätzen? Ja. Okay. Hoppe ich zurück. Aber da sehe ich nur massiv Victor, ich Wolken. sehe, ich berühre. Raus, raus, ganz raus.
Ich bin aber frei soweit, Karaya. Okay, ich glaube, ich sehe aber direkt über dem Platz irgendwas. Was ist ein Freund? Ist 109. Okay. Das sind zwei Kontakte über dem südlichen Platz. Relativ niedrig, 500 Meter oder so. Ich gerade nicht, suche. Oh ja, der Kurven 2. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Am südlichen der 3, sagst du? Ja. Hallo. Ja, Greif, servus. Hallo, Greif. So, sieht aus wie eine Hurry. Machen wir nochmal einen Angriff auf Höchstion. Gut, da. Jo, eine Hurry. Diese leider nicht. Bin schon auf ihr dran. Die ist auf 100 Meter unten. Über dem Platz immer noch? Ja. Keine Flak und nix irgendwie. Bin ich falsch. Na, Hobbido. Ah, die brennt. Ja, Pilot schon erwischt. Ja, das hält dich aber nicht ab, dass du nochmal drauf schießt, ich weiß. Deshalb möglichst nicht. Wo ist er? Möglichst nicht sagen, wo die ist. 10 Uhr, 11 Uhr, selber höher. Hast du gehört, Bidu? Ah, ja. Aha, der Dui ist eh bei den Kills dabei, ja. Ja, alles klar, hab ich. Alter Abstauber. Victor. Schauen wir uns nochmal an. Bitte, ich hab noch gar nichts gemacht. Und da ist gerade einer am Starten bei. Oh ja, du stehst bei dem Abschuss dabei. Wirklich? Oder war das mal, komm, da du warst ganz zweiter Stelle. Die Fahne gezogen hatte, oder? Wir nehmen auf den Boden den. Naja. Victor. Ach, das muss ich mal. Ja, der Server ist weg. Ja, Server ist weg. Alles klar. Hinrotzen! Stimmt. Irgendwie fliegt alles irgendwo hin. Ja, das war die Karte, wo wir nur maximal 50 Flugzeuge verlieren dürfen. Naja, als ich angefangen hatte vor 5 Minuten, waren schon 38 weg. Voll auf den Boden gesendet, ja. Aber überlebt, ne? Oh, jetzt war's. Ja, klar, logisch. Jetzt. Ne? Oh. Ah, Server ist schon wieder da. Alles klar, mit 400 hingerotzt sind überlebt. Okay. Dann starten wir zusammen. Lego, Vido, Karaya, Gotha, ich, 5 Leute. Sehr schön. Ich bin 5 Minuten raus. Muss man nur wieder sauber machen und einen rauchen gehen, doch. Ja, dann starten wir schon mal, oder? Jo. Wie sieht's aus mit Pieren? Was sagt ihr? Wenn es 709 gibt? Jo. Jo. Was jetzt? Neuer Server oder wie? Ja. Nur die E1? Wo gibt's? Achso, sorry, habe ich nicht geachtet drauf. Kannst auch gern schon, ob es einen anderen gibt. Naja, ich habe bisher nur die E3B gesehen. Aber auf Zucker gibt's auch die E3. Aber nicht die E1 wahrscheinlich, oder? Doch auch. Können wir alle zusammenfliegen. Ja, dann komme ich da hin. Sykerg, ist das der südöstlich von Calais? Ja, aber ziemlich landinwärts. Ja. Da bei André und weiß der Fuchs was, ich kann gerade die Namen nicht lesen. Ja, Q7 Sektor. Q7 ist es, genau. Ah ja, genau. Ah, mit Greif sind wir sogar zu sechst. Wie viel Sprit holt ihr mit? 75. Ich finde immer 75 ganz angenehm. Da kann man ein bisschen in der Luft bleiben. Man kann sich einreden, nicht ganz vollgestopft zu sein.
Ich habe mir mal erlaubt, mich an das südliche Ende der Startbahn zu stellen. Oh, da sind schon zwei von euch neben mir in meiner 11. Ich werde vielleicht eine 110 nehmen und Schiffe angreifen. Wer ist denn der Einfachwinkel? Das ist einer von uns. Das ist Greif, oder? Ach ja, du bist ja befördert worden, ne? Naja. Nicht? Jetzt soll man dich eskortieren, Karaya? Kannst du hier in diesem, wie heißt es, Südkirk, auch starten? Nee, wir können nur... Nein, östlich von Calais. Okay. Östlich von Calais. Okay. Naja, dann ist das doch eine Aufgabe. Ja, warte, ich komme mit 110 da. Die beiden macht 110, dann machen Gotha, Karaya und ich 109er, gell? Nein, ich fliege eine 110. Lego natürlich, sorry. Gotha, Lego, durch. Vorsicht, Lego. Wie viel Split nimmst du mit, Karaya? Hast du gesehen da auf deiner Rolf, ne? Ich glaube 60. Ah ja, die 110, da würden euch sogar 50 oder so ja, lang, glaube ich. Ja, 250, gell? 40. Bist du schon da, Gotha? Ja, ich müsste da irgendwo stehen. Hab gerade aber Steuerungsprobleme. Mir hat's mal wieder alles durcheinander. Ach, ein Dreck. Buddy joined your channel. Und ich hab leider mein Gepäck ab das Profil hier nicht an meinem Vater sein Rechner. Was sehe ich denn da drüben? Ein Doppelwinkel ist das. Unser Doppelwinkel. Dauert es noch länger, Gotha, bei dir? Ja, ich muss den mal noch kurz kalibrieren, den Joystick. Ja, na dann heben wir schon mal ab, dann kannst du theoretisch auch einen frontnäheren Flugplatz holen. Leo, Rakete, so rum. Rakete? Solo. Geh schon mal leicht über Lisa. No whisper target found. Was fliegst du, Dui? E1. Okay. Wo treffen wir uns, Karaya Greif? Ich sehe hier am Boden inklusive mir 310er. Wer ist wer? Oh, ich roll hinter einer her, die gerade jetzt. Links okay, ich bin glaube ich rechts von dir jetzt genau. Wo startet ihr denn? In Pieren oder wo ist das? Na, östlich von Calais ist der Flugplatz mit der 110. Ja. Ich habe 1-1 Atta Lego und erstmal 11 Uhr weit steigend. Minimal steigend. Victor. Alles Jabos hier, oder? Ja, hier sind glaube ich noch die Jabos. Die Schiffe machen Spaß. Sind das die überhaupt? Ich dachte, das wäre die Bomberkarte gewesen. Das ist doch die Bomberkarte, oder? Also die mit den Bodenzielen, den richtigen Schiffe sind ja glaube ich gar nicht. Oder habt ihr da auch gar nichts von erzählt und ich bild mir das gerade nur ein. Ja, da ist eine 109 auf der Startbahn. Ich werde mich mal an der vorbei bewegen. Ja, Victor. Ich bin jetzt hinter dir. Oh, Karaya, Rakete. Victor. Oh, sieht schön aus, dass zu 5 Maschinen sind da bei euch. Greif Rakete.
Lego, ich glaube meine Lisa, um da über dem zu bleiben. Oh, was ist denn das für eine Karte? Die Bomberkarte, glaube ich, oder eine, die da weiß mit den Boden zielen. Hm, 1 und 3, oder? Ich fliege eine 1, Lego eine 3, Karaya und Greif noch 110. Was müssen wir, wo fliegen die hin? Wir werden Schiffe angreifen. Wir sind gerade bei Oe Plage gestartet. Sammeln wir mal über Kalimark. Schiffe. Wir sind über euch, Karaya. Greif dürfte hinter dir sein. Okay, na dann fliege ich mal Richtung Kalimark und dann auf dies, aufs Meer hinaus. So, ich bin jetzt auf 1, 2 Arta, 11 Uhr. Ja, Victor. Hilfe! Ich brauche mal eine 109 mit einer Bombe hier, gleich hinter dir. Jetzt sich zwischen euch gesetzt. Kreuz ist auch 109 Grad. Ja, ich sehe es ja. Seid ihr aber wohl zu langsam. So, Propeller ist jetzt 10:30. Victor, bei 2, wir sind jetzt, passieren jetzt die Küste direkt westlich an Calais. Okay. Lego fliege einfach frei vom Anzug hier. Ja. Dann habe ich mehr abdecken als wenn wir. Versuche mein Tempo den anzupassen. Ja, ich bleibe auf der linken Seite, versuche dich irgendwo auf der rechten aufzuhalten. Kannst du noch einkriegen, Video? Ich bin gerade auf etwa English Point hier, direkt westlich an Calais. Was? English Point? Kurs English Point. Position an der Küste direkt westlich von Calais. Wie schnell fliegen die Bomber so ungefähr? 380. Hier, dass hier Schiffe sind? Ja, im Briefing ist gestanden, die, okay. Die fahren von Eastbourne nach
Dover, glaube ich. Also vom Westen nach Osten. Ja, wenn sie im Briefing stehen, sind sie auch richtig, oder nicht? Ich sehe da nichts im Briefing stehen. Oh ja. Bin ich blind? Schau unter dem im Absatz für die Bomber. Da steht, glaube ich, okay, ganz am Ende dann, dass da noch eine britische Flotte ist und okay, Transportschiffe im Dover Harbor. Könnte aber sein, dass die dann nicht, also sozusagen nicht zur, für die Mission entscheidend sind, sondern halt so. Kommen wir da zurück auf die linke Seite. Oh, das ist doch nicht schlecht, Liga. Wenn wir hier auf 10 so etwa fliegen, dann haben wir doch immer noch flexibel. Müssen wir mal gucken. Sehen wir dann ja. Wann kommt jetzt eigentlich der Patch raus, der nächste? Morgen. Freitag. Drei Wochen. In zwei Wochen, in zwei Wochen. Was? Zwei Wochen? Ne, eine Woche. In zwei Wochen. Du, ich kenn das nicht gerade. Du, ich kenn das 2 Weeks nicht? Nee, doch, nein, nicht. Also nicht von Sturmier, hat mir letztens noch einer erklärt, ich kenne das Nahtag von der Spieße. Ich wusste aber nicht, woher es kam, aber... Naja, diese Sturmier-Küken. In zwei Wochen ist POS. Echt jetzt? Hoffentlich. Gut, das wäre das letzte Wochenende im Oktober. Achso. Ich warte noch auf eine offizielle Ankündigung von denen. Ja, die sind relativ still. Also sie, das letzte, was ich gelesen habe, ist im schlimmsten Fall Ende Oktober. Ja, und dann hat deine da Jason geschrieben, bald, sehr bald. Ach, kann ich mit leben. Ich kann erstmal mit Patchen eine Rundenweile leben. Bin mal gespannt, ja, was in der Alpha überhaupt drin ist. Wir haben übrigens auch noch 3 Kontaktverleger auf unserer hohen 8 Uhr. Könnten die anderen 109er sein, die da eben gestartet waren. Was der Mies BOS ist, also ich. Ich habe so ein paar Sachen über den nächsten Patch gehört, also nicht über den 4er, sondern den 5. Ich glaube, die haben jetzt so langsam den Code geknackt, also haben wirklich alles raus. Somit kannst du ja jetzt fast alles machen. Das sind Cliffs. Nur wird da halt wieder einiges an Wasser den Rhein runterfließen. Ich sag mal, wir werden nicht nur Emils fliegen. Aber das ist was Offizielles, wenn die. Das ist nichts Offizielles. Wobei sie das sogar von Semi offiziell angekündigt hatten, übrigens mal. Die haben ja die Flugzeugpipeline, die sie jetzt so reinbringen wollen, hatten sie ja mal gesagt. Und auf deutscher Seite war da die Friedrich, gell, als nächste. Friedrich, Spit 5 und sowas. Ja, die Spit 5 hätten sie sogar wohl jetzt reinbringen können, wollten sie aber nicht, weil sie gesagt haben, da gibt es kein Gegenstück zu. Aber zum Beispiel, welche Motoren-Sounds wollen sie für die Focke Wolf nehmen? Asch. Ja, genau. Den chinesischen da. V8 über den V10, V12. Wobei ich immer sagen muss, Kreid, ich glaube nicht, dass das so ein großer Unterschied ist. Du kannst dir das ja anhören. Es gibt ja ein. Stimmt. Du kennst ja die Nachbaufocke und dann gibt es auch die A5 in Amerika und da kannst du es ja vergleichen. Und? Habe ich noch nie gemacht. Und ist das ein großer Unterschied? Für mich. Hört sich das an, als würde der Focke, also der richtige Focke-Motor, halt ein bisschen dumpfer und langsamer drehen. Irgendwie so hat sich das angehört. Hm. Wo fliegt denn mit der? Irgendwie funkt etwa zu leicht südlich davon, aber noch keine Flotte gesichtet. Ja, langsam sollte da aber mal was sichtbar werden. Aber im Briefing ist eben gestanden, dass die irgendwo bei Eastbourne starten. Na gut, ich glaube da auf 4 Uhr im Hafen, da standen vielleicht ein paar Schiffe, wenn wir können. Naja, in Dover standen wir.
Das wird aber nicht die Flotte sein, oder? Nee. Das wird halt irgendwelche statischen Objekte sein. Eastbourne ist in E6. E6? Ja. Das ist ja ganz woanders, das ist ja unten bei Wilmington. Ja, das ist sehr weit westlich. Na Wahnsinn. Hätte ich vielleicht doch 100% Sprit nehmen sollen. Jetzt wurde es los. Naja, 75 sind auch was, aber... Mich wundert es eher, dass sie die Schiffe so weit westlich gesetzt haben. Ja, ich glaube nicht, dass das Primärziele sind, oder? Weißt du, also, dass die über den Missionsausgang entscheiden. Ich glaube, das haben die halt für die, die da Lust haben, die zu bombardieren. Was haben wir denn noch für Ziele? Ja, Schiffe in Dover Harbor und die Bodenziele habe ich mir nicht so genau durchgelesen. Die starten jetzt erst anscheinend alle. Also die Schiffe in Dover Harbor sind auch sind Primärziele, Karaja. Das bin ich nicht auf sicher. Auf unserer 3 Uhr Lego. Ja. Ja, an der Küste ist einer. Der fliegt sehr niedrig ostwärts. Ich denke mal eine Blenheim oder sowas. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich bleib bei den Bombern. Der scheint auf uns zuzukommen. Ich guck mir den mal an. Negativ, du bleibst bei den Bombern. Hier kommt doch nichts wieder, jetzt fliegen ja auf Wilmington zu. Das ist doch egal, was kommt da ohne. Genau, Eskorte wird trainiert. Wenn Eskorte angesagt ist, dann ist Eskorte. Flak schießt. Mein Funkgerät ist kaputt, ich kann noch nicht hören. Ja. Bitte, was? Wo? Flak schießt gut. Auf unserer 3 Uhr, aber die gilt uns. Ah, ich glaube, jetzt dreht er. Ja, schauen wir mal, ob der Kontakt vielleicht dann doch noch auf uns eindreht. Ich habe auch irgendwelche Bodenkontakte zwischen 1 und 2 Uhr. Ist das vielleicht ein Flugfeld oder so? Und 12 Uhr sind auch Ziele über Land. Victor. Also Inland eigentlich. Ja. Ich erstrecke mich nach eurer tiefen 6 Uhr. Wenn du wieder da fliegst, das sind gerade 2 Kontakte, ziemlich flach von English Point etwa nach French Point oder nach Bologna, denke ich eher. Das sind die Ziele mit Tunbridge Wells, Red Hill Bomber Base, Louis String Depot und Stablehorst Ammo Concentration. Also E10, B11, C7. 10, B11, C7. Ich habe auf 11 Uhr einen Kontakt tief. E10, hast du gemeint? Ja. Victor, das könnte ein Schiff sein, oder? Was ist das? Nein, nee, E10 ist im ist Dunbridge Wells. Das sind Schiffe, die da aufkloppen. Schiffe auf 11 Uhr. Ja, ja. Liegt da. Mal, ob uns was gefolgt ist. Sieht aber nicht, ich finde das immer so witzig, wenn die Schiffe dann auf einmal so zum Springen anfangen. Greif lieber die Ziele im Land drin an. Meinst du? Ja. Also Dunbridge Wells, oder wie? Das ist, glaube ich, relativ schnell zerstört, oder das Dunbridge. Okay, ja, dann fliegen wir. Wo sind wir ungefähr? Wir sind südlich von Rye in H8. Das heißt circa Kurs 300, würde ich sagen. Der 109 wird sich auch was denken. Fliegen wir zu den Schiffen und dann drehen wir ab. Was habt ihr ab letztes Mal? Fand ich nur die 250er dabei, oder? Jo. Ja, ja. Naja, damit springt er jetzt auch. Also auf 11 Uhr sehe ich wieder Bodenziele. Alter, bei den Bodenzielen auf 10 Uhr mittlerweile ist es ist Hastings, glaube ich, gell? Ja. Tunbridge Wells, sagt ihr? Oh ja, 3.30 sowas, gell? 3.40.
Jetzt müssen wir ziemlich nah an die Bombe ran, sonst sehen wir die gleich nicht mehr an den ganzen. Ich habe mich mal auf die rechte Seite auf Halo 9. Ich bin auf deiner 6 Uhr. Na bitte. Okay, ich glaube, wir sind jetzt H7 Numpad 4. Victor, an der Küste oder genau. Dann müssen wir aber etwas mehr nördlich fliegen. Ich gehe circa auf 3.15 oder 3.30. Ich denke sogar genau richtig. Also Leute, ich gehe auch auf den Launchcrash. Ach, schade. Was ist denn da los? Kein Plan, ich bin an meinem Vatersheimrechner. Gestern lief alles wunderbar. Jetzt ja, heute war die... Windows-Update drauf, ne? Dieses berühmte... Nee, das ist schon richtig alt. Das habe ich runtergeschmissen, aber... Ich weiß nicht, das war gerade ganz komisch. Steam hatte auch die Synchronisierung deaktiviert, deswegen waren meine Tastaturbefehle zurückgestellt und mir gerade gar nicht. Alles kaputt. Der fliegt uns noch immer hinterher. Ja, ich habe ihm ja im Chat geschrieben und er hat gesagt, ja, okay. Achso, jetzt wissen die. Alles klar, jetzt wissen die auch Bescheid. Nein, ich habe ja über einen Friendly-Channel geschrieben. Wir haben den Kontakt, Lego, auf unserer 5 Uhr. Kommt näher. An der Küste direkt. Ich Hallo. Bin blind. 3. Fliegen erst nochmal weiter. Ich glaube, ich verfolge einen, der euch verfolgt. Mal gucken. Ich sehe euch zurzeit nicht, aber einen Feind sehe ich. Wenn es ein Feind ist. Kurs 320 etwa? 320? Nee. Mehr westlich. 100. Oh doch, er verfolgt euch. Auf deiner 5 Uhr. Ich sehe eure Gruppe, aber der ist weit, weit weg von euch. Naja, deswegen will ich erst nochmal hier bleiben. Bleiben wir noch ein bisschen da, Lego. Der ist ganz tief über Land, den seht ihr nicht. Okay. Das hatte ich eben schon gesehen an der Küste. Jetzt müsst ihr doch erzähl ich ihn teilweise mal kurz. Bleiben wir noch ein bisschen da. Das ist ziemlich schnell, ich komme nicht ran, ich habe ohne Bomben dran. Okay, nicht, dass er dich sieht und dich abschießt. Ich bin hinter ihnen, ich... Auch wenn was los ist, notfalls lasse ich meinen Bomben weg. Okay. Beginnen wir ganz langsam Steigflug. Ich steig derweil circa auf 1500 mal auf, da kann man besser navigieren. Lego, jetzt kommt er doch langsam in erreichbare Nähe. Siehst du mich? Dann gehen wir ich den sehe. An. Ich bin jetzt in der 7 Uhr der Bomber. Greif, Propitsch ist jetzt 3:45. Ja, dann folgt mir mal. Okay. Überliefer. Da kommt doch verdammt ran. Brigadus? Auf der 6 Uhr der Bomber ist er jetzt. Victor, wir gehen ihn von hinten ran. Höhe gehen ihn gleich ran. 400 Meter geschätzt. Ist noch ein gutes Stück weiter hinter dem Bomber. Ja, ja. Ich steige jetzt aber langsam hoch. Ich kann nicht ihn ist zum jetzt Abtrennen in unserer bewegen. 10 Uhr, ich gehe runter, Lego. Victor, ich folge. Ich bin der Letzte, ganz hinter ihm, ne? Schreib dich nicht an. Er ist vor mir. Ja, er stürzt auf den richtigen, alles klar. Genau. Stück feiern, wie es aussieht. Komm schnell näher. Ich feuere. Naja, bricht erstmal weg. Ich gehe raus, Leo. Victor, ich gehe rein. Speed auf 6 gemeldet. Ich gehe weiter zu dem Bomben. Er macht das schon. Ja, Victor, ich wollte gerade sagen, an sich würde ich den auch gut lassen. Ja, normalerweise. Da greife ich Sie in Kontakt auf unserer 6 Uhr hinter der 109, an der, nahe der Küste. Ich gehe noch einmal rein, dann kannst du selbe Höhe. Ja, dreht jetzt hinter mir ein. Ja, Victor, ich sehe dich. Ja, da müssen wir erstmal hier an dem dran bleiben, Lego. Ich warte geradeaus. Victor, ich glaube, er will dir folgen. Buddy, disconnected from ran. Your channel. Lego, bist du noch da? Ja, ich bin hinter dir, ich komme aber schnell näher. Gut. Er geht jetzt in der Liebe. Geh nochmal raus. Vielleicht kannst du mir helfen. Okay, wir haben eine Stadt vor uns. Ich glaube, wir müssen mehr nach Norden korrigieren. Also ich glaube, das ist
Crowboro. Geh rein, Leo. Wird wieder Fahrschließer. Jetzt Wolf. Okay, geh wieder auf 10:30 pro Pitch zurück. Geh raus. Victor. Bist du dran? Lego, gib mal ein bisschen Bescheid. Ich hab keine Ahnung, ja, was du machst. Geh rein. Ja, ist nicht sehr präzise. Flak. Ja, einfach sehr schwer zu sehen. Ziel ist Stadtmitte, Pumpage Wells. Ich kurve ganz flach. Bitte nur einmal anfliegen, weil genau die Flagge ist sehr, sehr heftig da. Ich weiß hier nicht. Dann lasse ich dich erst nochmal rein. Ich glaube, der hat im Moment nur ein Auge auf mich. Fliegt an und geht weiter Richtung Rette, ihr Bomber. Also schon raus. Victor, versucht jetzt zu folgen. Ich komme jetzt in Schussreich. Ja, sieht gut aus. Ja, für einen Treffer. Oh, ich habe jetzt Ziele auf meiner 10 Uhr niedrig. Das sind drei Boxen. Ja, dann muss wo was sein. Oder? Nein, ich glaube, das sind. Nee, das ist eine Fabrik. Hat jetzt von oben ja, so ja, ausgesehen. Könnte schon Tumble sein, ja. Ja, in der Stadt meinst du da? Ja, ja, ja. In der Stadt mit dem muss man sein. Flak schießt da. Nur nicht drin, die Flak. Okay, okay, ja. Okay, ich gehe hinein. Gehst du rein? Ja, ja, ja. Der fliegt jetzt Ziesling, gell? Ich komm relativ ja, langsam noch. Gebäude oder die Fahrzeuge? Alles. Dauert viel zu lange mit dem wieder. Kommst du ran, sag was? Ja, sieht so aus. Greif mal die hintere Fahrzeuge. Ich gleich geh raus dann. Okay, Bomben raus. Ich weiter Richtung Red Hill. Richtung Nordost. Geh wieder rein. Bitte. Ja, Treffer, Halle Mitte. Nochmal. Nochmal. Habt ihr noch Bomben? Kommst du ran? Ich seh die Bomben. Nö. Also ich nicht. Ich bin 300 Meter geworden. 300 Meter. Dann darf noch rein. Ich warte oben noch. Geh nochmal raus. Auf Red Hill sind abgestellte Flugplätze. Hast du mit Tuna wieder nicht getroffen, gell? Wo ist das? Ja, das bleibt im Moment dran, dass wir den Unterdruck halten. Im Moment ist, ich kann im Moment immer nur folgen, mehr oder weniger. Weißt du, also das, wir müssen ihn immer unter Druck setzen, dieses, jetzt haut er wieder ab, jetzt folgen wir ihm wieder, dann ein Angriff, kurz daneben, dann ist er wieder weg. Deswegen werde ich immer ein bisschen überbleiben, wenn ich unterstützen kann. Halt, bist du drin? Ja, ja, ich bin, glaub, mich muss nicht dich kümmern, da hatte ich ihn auch. Halt. Jetzt kurz. Kommt wieder über Lisa, selbe wieder, Victor. Ich kann ihn so nicht angehen, das ist halt viel zu scharf. Hat jemand noch Bomben? Ich oder? Ja, ich hab noch eine, wie gesagt. Ja, wir fliegen nach Red Hill gerade. Okay, dann schmeiß ich meine Bomben rein. Mal gucken, was noch da ist. Ich geh auch mal mit rein. Okay, ich geh da nochmal zurück. Schön, schöne Treffer. Jawohl, cool, ne, hat sich gefangen. Oh, selber cool, dass wir sich gefangen haben. Halt die Energie trotzdem hoch. Versuch dich hinten mal die Rand zu setzen. Nee, nee, schafft er nicht. Ich greif den nochmal an. Naja, jetzt hat er einiges nochmal abbekommen. Da stehen wahrscheinlich in der Halle noch ein paar Panzer. Ja, stehen noch. Der macht, glaube ich, immer viel. Wir könnten ihn theoretisch auch in Ruhe lassen. Der kommt immer nach Haus. Ah, der geht ja, schon der Motor ist weg wahrscheinlich. Werf nochmal ja, auf der Hallen Mitte greift. Victor. Bomber, wo seid ja, ihr? Ja gut, ich versuche das Ziel wieder zu finden. Ich fliege gerade Kurs 300 Richtung Red Hill. Greif zurück, da ist ein Spit über den Ziel jetzt, über Pantridge. Ist ein Spit? Ja, egal, ich geh rein. Kommt von unten 12 Uhr entgegen, Achtung. Fliegt gerade aus und dann weg. Lego, setz dich mal bei mir dran, ich bin in deiner 7 Uhr selbe Höhe. Victor, weißt du, wo es hingeht? Naja, ich muss erst mal selber orientieren, aber da muss jetzt hinter dir rum. Fangen wir mal, wird immer best. Legal, ich sehe nur Bodenziele hier, ich sehe keinen Hangar. Auf die Halle werfen, auf die Halle. Ich sehe den, ist eher zu spät. Nicht mal drehen, bitte jetzt hinter dir. Du musst Richtung Norden, wie es aussieht.
Könnte die Stadt da vorne sein? Ihr habt Anstanden zu nahen ungefähr 300 Metern. Victor? Ich könnte den Flugplatz vor mir haben, ich habe hier nämlich Kontakte am Boden, jede Menge. Wenn du, ich bin nicht an dir dran, ich fliege jetzt auf den Sandwich, ich müsste vor dir sein. Ja, ich sehe dich. Okay. Wie du seid hier? Ich bin tot. Kai fliegt Richtung Osten, würde ich behaupten. Ganz tief. Osten von Sandwich fällt aus. Von Sektor Emil 10, oder was? Mhm. Die Stadt vor uns ist Sandwich. Ja, Victor, wenn der bei euch fliegt, fliegt er nicht immer auf Abfangkurs. Ich fliege noch immer nach Red Hill, also ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Du hast auch was an dir, oder was? Nein, nein, aber halt Jagdschutz. Naja, aber Greif hat einen hinten dran, weißt du? Achso, okay, ja, dann helft ihm. Red Hill, Red Hill ist südlich von London in Bravo 11. Ach, da, das macht man so weit da hinten, ganz im Westen. Wir sind jetzt bei Tunbridge. Wo seid ihr? Kalb, haben wir deinen Kurs. Ost. Ost. Und wo von Tunbridge aus? Stadt. Ich glaube, Kalb fliegt so ein bisschen auf Maidstone zu davon. Wie es aussieht. Maidstone ist aber ganz im Norden oben, also Nordost. Naja, südlich am Maidstone vorbei. Naja, das ist hier eine Nadel im Heuhaufen. Da findet man nichts. Nee, nee, ihr findet mich nicht. Ich bin hier tief über dem Wald. Buddy disconnected from your channel. Okay, wir sind jetzt genau bei Tunnel und fliegen jetzt auch mal groß Ost. Dann fliegt mit nach Red Hill. Ja, kommt langsam näher greif. Das hat er noch 200 Meter ungefähr. Okay. 250. Okay, ich mache jetzt einen Anflug. Ich habe hier einen Flugplatz mit zwei langen Reihen von Flugzeugen. 1 Uhr, versuch dich mal dran zu hängen. Victor. Leicht erhöht. Siehst nicht? Nee, ich seh dich nicht. Was seh dich auf der 12 Uhr? 11 Uhr. Also ich hoffe, das ist Red Hill, da ist jede Menge Flak, 4 Funk, also so Sendetürme und zwei lange Reihen. Dann flieg doch mal hin auf 9 Uhr zu. Eine Fakt auf meine. Nicht einfach weiterfliegen. Jetzt sehe ich dich, alles klar. Bin austrimmen die Maschine. Greif nur keine Position, dann fliegen wir wirklich nach 450. Ja, da kommt aber näher. Langsam mal bestätigt. Ja, ich zähle ihn ja nicht. Ich guck ja nach hinten, hab ich sehen. Ja, ist dran. Na, Horido. Man schießt mal zu machen. Ich hasse was. Man muss doch sagen können, wo man ist ungefähr. No whisper target. Naja, aber nicht im Tiefflug. Jetzt hat er auch irgendwie. Angabe. Kriegst du noch Kalb? Kalb? Ja? Kriegst du noch? Ja, ja, ich flieg noch. Ich bitte es weg von mir. Kann ich nicht mehr sehen. Ich hab die auch. Wir sind jetzt überall westlich auf Karaya zu Lego. Wo ist der denn? Bei Red Hill. Aber nicht mehr lang wahrscheinlich. Doch, jetzt hat sie Karaya, wo fliegst du lang? Oder ich bin bei Red Hill und schieß gerade den Flugplatz zu Groom. Ja, ist schon. Hast du nicht gerade gehört? Ja, die Meldung kam schon. So, ich lauf jetzt mal. Bitte? Direkt über die Flak geflogen. Ich bin über Red Hill sehr, sehr niedrig. Das ist aber zerstört. Ja, ja, das habe ich gerade zerstört, zusammen mit der Yavo 109. Wir haben da gerade alles am Boden zu Klump geschossen. Sehr schön. Komm mal deine Richtung. Richtung Gatwick, Red Hill. Gatwick ist das Flugfeld gleich südlich davon. Gatwick Flugfeld ist berühmt, oder nicht gefährdet? Warum das? Gatwick, Gatwick, Gatwick.
ein Plug hier. Na, warum wohl? Ich bin schon überlegen. Gatwick, haben wir da mal in der Kampagne was vernichtet? Ja, das war auch so Glückfeld. Wirklich? Ah. Wieso schießt denn hier die Flak auf mich? Oh, jetzt weiß ich schon. Bei uns fliegt die schießt die Flak auch übrigens, ne? Naja, massiv, ja. Müssen wir mal gleich raus sein. Karaja, wo treffen wir uns? Gatwick oder ne, bist du runter südlich? Also Gatwick könnte halt Flak sein, auf dieses Tour Birches Hill oder wie auch immer das auszusprechen ist. Wie ihr wollt, ich bin jetzt noch immer bei Red Hill. Okay, na dann kommen wir erstmal zurecht, wenn du dann noch weiter bleiben willst. Nö, ich will jetzt eigentlich nach Hause fliegen, weil ich habe sowieso keine Munition mehr. Hm. Ich bin jetzt gerade von Red Hill auf. Warum deine 20er laden noch einmal noch? Ja, aber es gibt hier nichts mehr zu zusammen zu schießen. Es sind schon alle Bomber zerstört. Man kann sie doch aber noch in kleine Stücke schießen. Nee. Kurs 120 von Red Hill aus. Ach, da oben ist ein Feind, alles klar. Von Red Hill, dann lass uns mal, sonst finden wir dich bei Feindlich hier nicht. Ja, die eigene 120 geht doch auch wieder etwa nach Turnbridge. Wollen wir uns dann da in der Gegend treffen? Ja, oder wir treffen uns bei Wilmington. Können wir auch machen. Welches Ziel haben wir denn zerstört? Oh, nein, 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 ich fliege gleich nach Littlestone. Nach Littlestone fliege ich. Ja, dann sag doch mal auf dem Weg, da freust du doch wieder, Captain. Sag mal, wo du vorbeikommst. Wahrscheinlich auch bei Turnbridge, ja. Oder? Five? Ja. Hat er dich erwischt? Ja, ja. Ich hab sie schon schön auf den Bauch geschmissen. Wir warten in der Nähe von Turnbridge, Karaja. Sag, wenn du da rankommst. Turnbridge oder Turnbridge Wells? Turnbridge. Lieber Turnbridge Wells, war gerade ziemlich viel Flak. Kleine Stadt da nördlich. Okay. Auf, gib eine Hallo an, dann sind wir da. Ich bin gerade auf Hallo 7 und steige aber jetzt gerade. Hab außerdem die Yabo 109 bei mir. Wells würde ich mich nicht treffen, da ist Zielgebiet und da schaffen wir sie Flak. Ja, deswegen gehen wir auch nach Turnbridge oben im Norden, da dürfte nicht so viel sein. Ich glaube, ich sehe Tonbridge. Das Turnbridge Wales ist die große Stadt im Süden und dieses Turnbridge selber ist das kleine im Norden. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine Stadt vor mir. Mit, nein, ich sehe hier zwei Städte. Eine am Fluss und eine etwas südlich davon. Genau, die am Fluss ist unser Treffpunkt. Okay, ja, dann ich steuere direkt darauf zu. Ich bin jetzt Hallo 1-1. Wir sind Hallo 15, suchen. Ich sehe euch. Ich bin jetzt gerade in eurer 6 Uhr, wenn ihr 180 Grad dreht nach links. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich berühre. Ligo, dann hänge ich mich bei dir dran. No whisper target found. Ja, schön. Alles klar, wir haben dich, wir sind ziemlich nah bei dir. Das ist auch keine 20er mehr. Ja, wenn die da rumstrafen am Boden, dann sind die schnell weg, auch wenn sie dreimal oder zweimal nachladen. No whisper target found. Dann mal ab nach Hause.
Fliegt einer von euch der Yavo 109 hinterher? Nee, wir sind zusammen hier. Ich hoffe, dass Ligo euch noch im Blick hat. Ich habe euch nämlich nicht mehr im Blick. Irgendwer von euch beiden sitzt auf meiner 7 Uhr und ich sehe zwei Kontakte dahinter herumkurbelnd. Also ich fliege nach 110 hinterher. Das ist ein 109, also sind keine 110. Ja, dann fliegst du der Yavo 109 hinterher, Dewey. Also Karai, du fliegst 110, ne? Ich habe vor mir zwei Kontakte und Lego, wackel bitte mal. Ich wackel. Dann fliege ich wirklich nach anderen 109 hinterher. Ja, du fliegst der Yavo 109 hinterher, weil die ist weggebrochen, weil sie Angst bekommen hatte. Ja. Warte, ich mach nochmal eine Kurve und dann könnt ihr aufschließen. Ja, Lego ist ja bei dir dran, an sich kein Problem. Ich komme auch schnell ran. Ja, dass wir die Yavo 109 gleich mitnehmen, der hat sich ganz gut bewährt. Und mal überlebt vor allem, da wird genug Flak gewesen sein, oder? Leute auf dem Server, das ist auch nicht schlecht. Wie viel? 95 anscheinend, laut der Anzeige. Wirklich? Das ist ein Maximum an sich. So, ich fliege jetzt auf Kurs 110 nach Hause. Victor, bin auf deiner 7 Uhr, liege auf deiner 5 und die andere 109 kommt in der 6 näher. Oh, aufpassen. Ich wollte schon gerade sagen, was macht ein Lego da? Von 5 auf 7. Das nenne ich engen Geleitschutz. Das Wegrammen. Das tangiert den Begriff Wegrammen. Ein Flak. 9. Feuerzauber. War Feuerzauber nicht Leuchtspur? Nein, Feuerzauber ist Flak. Was ist dann Leuchtspur? Gibt's glaube ich auch, oder? Wenn jemand irgendwo Leuchtspur rumfliegen sieht. Platz links über der Wulchen. Schieß sie alle ab, schieß sie alle ab. Hochkommen. Oh, ich habe noch zweimal 150 Liter. Gib mir was ab. War ich von nach Hause weg? Ja, ich habe noch 150, das langt auch noch locker. Okay, ich glaube, wir haben Lidlstone direkt voraus.
Victor. English Point auf 1 Uhr. Ist dort nicht ein Flugplatz? Dann könnte man gleich mal schauen, ob man da nicht gleich jemanden bei Start oder Landung zusammenschießt. Ja, da sind die Blender im Starten am meisten. Ja, dort habe ich schon öfters mal welche abgeschossen. Naja, aber das, da ist so ziemlich auf den meisten Karten die heftigste Flak. Genau wegen dem Blender im Leben. So, jetzt können wir wieder aufpassen, Lego, ein bisschen mehr als vielleicht bis jetzt. Wir könnten sie wieder kommen. Ja, könnten. Ich sehe irgendeinen Bodenkontakt 1 Uhr an der Küste. Mhm. Ja, da ist eine Flak oder so. Auch. Flugplatz 11 Uhr, das dürfte ja bei Limpni sein. Jo, auf 1 Uhr ist Lillestone. Oder 12 Uhr fast. Da fliegt, glaube ich, einer, wenn ich mich nicht täusche, könnte es Bodensee sein, könnte aber auch einer sein am östlichen Ende ich der Startbahn. Ich sehe gerade die Startbahn, aber noch keinen Kontakt. Warte mal, ganz an der Küste, aber warte mal, verschwindet er wieder? Schauen wir mal. Nö, ich sehe da nichts am Boden. Ja, ganz, ganz südlich sehe ich was, aber kann auch ein Gebäude sein. Weil ganz östlich, nicht südlich soll. Ah ja, ich sehe da einen Kontakt an so einer Straße dran. Naja, genau. Das ist ein Fluss? Ja, doch, Straße auch, ja. Aber es könnte auch ein Vehikel oder so sein. Ja, es könnte vielleicht irgendein... Kontakt auf 8, das ist, glaube ich, die Flak. Uhr auf dem Platz. Über ja, den Platz. Bei Lüm. Wie kannst du angehen? Ja, der startet ja gerade. Da ist gerade einer gestartet. Den meinte ich. Okay, ich ja, schau mal den mal an. Steht, glaube ich, noch unten übrigens. Ja, einer startet gerade. Noch ein weiterer. Sehen. Geh auf den Startenden. Dann suchen wir mal den, der gerade gestartet ist. Der ist gerade nördlich. Weiter in der leichten Liter. Eine Sprengbombe, ey. Fliegt raus nördlich, der andere. Den ignoriere ich erstmal und kreise über den Platz. Ui, was ist eine Sprengbombe, Typ ey? Mit die sich sprengen. Pilot Kill. Ja, Redo. So, kommen wir langsam nach Hause, da wir Kontakt noch eine Mission finden können. Kontakt ist nördlich, etwas erhöht. Also ich fliege jetzt übers Meer nach Hause. Ich bleib an dir dran und ignoriere den Kontakt. Spitfire kommt mir entgegen, die fliegt Richtung Meer auf den Flugplatz zu. Ein Kontakt ist hinter mir. Es ist eine 109, glaube ich. Bitte jetzt Kühlerschaden? Das ist eine andere 109. Gut, da startet was, es startet was. Ja, nördlich von Limpni ist ignoriert die, einfach nach Haus fliegen. Ignoriert die Lego, bleiben wir an den Bombern dran. Ich ja, aber die Kurve gleich hier nicht rein, jetzt wäre ein Kühlerschaden, aber naja, mal gucken. Ja, das ich dürfte nicht hinterherkommen, ich bin schneller. Klar, Victor. Ich bin jetzt wir Kurs 130 südlich von Limpni. Wasser mittlerweile 330. Hallo, 400. Blöcke. Achtung, feindlicher Kampfverband. Falke im Kleinquadrat. Konrad, 1, 0. Caruso, 1, 2, 0. Hallo, 400. Blöcke. Achtung,
Welcher Höhe seid ihr jetzt? Sehr niedrig, warte mal. 400 Meter. Du bist jetzt etwa auf French Point. Bist du weit frei, Nico? Weiß ich nicht, das ist mit 100 Oktan, also die müsste mir gleich hinterherkommen. Ich sehe sie aber nicht mehr, die Flak ist ziemlich heftig hier. Wo bist du? Ich bin über der Küste jetzt, auf Halo 20. Ja, ja, ich sehe heftig die Flak. Ich sehe übrigens Schiffe bei Dover. Sind das auch Ziele? Naja, die Hauptziele sind jetzt schon die Landziele. Ja. Ja, die Spitze sehe ich nicht mehr. Ja, ich sehe da einen Kontakt, der aber du bist gekürzt, 23 wahrscheinlich. Ja, das bin ich, 25. Ich sehe zwei Kontakte nördlich von Folkestone oder Hawkinge, nördlich von Hawkinge auf ca. 500 Metern Höhe. Oh, Victor, über Wasser, ich sehe es ja. Aber südlich von Folkestone, oder? Über Wasser. Nein, ich weiß nicht, das könnten jetzt an der Küste sein, an den Steilklippen, an den westlichen Ende. Ja, sind schon Ende. Ein Stück über Wasser, ich sehe sie. Okay. Ja, ich sehe sie auch. Die kommen auf euch zu. Ja, die steigen gerade, glaube ich. Ich gucke mir die mal an, ich gehe mal auf die zu. Ja, komm nah, ich geh auch drauf. Haben wir euch gesehen, wie es aussieht. Voraussichtlich Feindmaschinen. Ja, Victor. Gefeiert. Ja, ich sehe, glaube ich, einen von euch drauf losfliegen. Fall jetzt drauf. Ja. Ich gehe auf die Hinteren. Und brechen weg, haben wir gesehen? Die Hinteren nicht, die versucht jetzt zu steigen, ja, die weg. Die folgen, wird aber nicht schaffen. Ich glaube, die ist langsam jetzt. Genau. Ja, schön. Pilot, nee, ja, doch Pilot, oder? Nee, wieder eine weiße Netzkasse. Das Radar trotzdem sehr schön gemacht. Die andere ist auch unter mir, ich versuche sie zu folgen. Fixen wir dran? Ich bin an dir dran. Ich sehe dich, alles klar. Ist hier ruhig drauf. Nee, wir haben noch einen auf unserer 9 Uhr, selbe Höhe, aber. Vorsicht. Oh, Scheiße. Was soll denn jetzt? Verrissen. Gehst du noch auf die Spitze, Leo? Nee, ich such die gerade. Die müsste irgendwo unter uns sein, hinter uns, aber ich hab nicht mehr gesehen. Aber in der Wolke werden wir sie nicht finden. Ach so. Ich meinst du den Kontakt auf aber lass ja, gehen wir zu den Bombern wieder zurück. Weißt du, wo die sind? Wo hältst du drauf zu auf French Point? Wir sind fast bei French Point. Also Kontakt etwas sehen, nordwestlich oder? Davon, auf Lacken Höhe 1-1. Passt auf, gell, weil wir in O7, da sind viele Kontakte. Lass uns mal auf French Point fliegen, Lego. Der Kontakt ist sowieso hoch, da brauchst du gar nicht versuchen, erstmal hinzukommen. Der holt uns schon ein. Okay. Ich setz jetzt meinen Motor auf, oder? Am Arsch. Greifen, welcher Höhe sind die Kontakte bei O7 ungefähr? Es hat Kontakte bis auf Halo 40 hier. Ich habe hier einen Kontakt an der Küste, sehr niedrig. Bin mir aber nicht sicher, wohin der fliegt. Küste bei French Point direkt? Ja. Fliegt jetzt westwärts an der Küste entlang. Okay, ihr seid aber frei erstmal. Ja. Lass uns doch eher runtergehen, Lego. Hier oben können wir sie schlecht beschützen. Victor. Oh, Flak feuert. Das dürfte ein Gegner sein an der Küste.
Wir kämpfen hier an der Küste. Zwischen French Point und den Klippen, oder? Ja, gleich an French Point. Ja. Da ist ein Küsten, da ist eine kleine Stadt und eine Art Wiese daneben. Oh, und da ja, landet, glaube ich, ein Gegner. Wir sind in einer halben Minute da durchhalten. Ja, der ist eh schon am Boden, aber ich werde ihm nochmal eine draufbraten. Oh, da ist über Wasser, ist jetzt einer. Wir haben einer zwei ist über Wasser. Über Wasser. Auf 10 Uhr meinst du? Nee, 12 Uhr direkt. Einer auf 11 Uhr eher Lego, einer auf 10. Okay. Aber mit größerem Abstand, die beiden. Genau, die meine ich auch. Wo ist denn Bido? Oh ja, der ist auf, jetzt am 11 Uhr sind 2, 3. Bido-Position? Eine ist weg. Zwischen ja. Fernspeinen und Klippen. Victor, eher bei den Klippen, Lego. 4 Kontakte. Welche eine Höhe? Ist mit nah, eine sehr nah. Ich gehe mal über Lisa, ich war auf deiner 11 Uhr. Ja. Hallo, 15 eine, die anderen sind bei den Klippen flach auf flach. Flach. Ich such mal du, wie du. Victor macht es. Eine Spit vermisse ich noch. Du mal eine habe ich abgeschossen, eine vermisse ich. Bei einer bin Bido, ich. Wie du, hallo, Position? Null, Deck. Jetzt Richtung England momentan. Ich glaube, eine Pflicht ist Spit noch unterwegs. Ja, Richtung, von den Klippen Richtung Folkestone, hallo, null, auf Deck. Ich sehe da was, ja. Hallo, feindliche Flugzeuge! Falke, Kleinquadrat, Konrad, 9. Da ist schon jemand dran, von der deutschen Seite. 8, 2, 0. Hallo, 1000, ich glaube, da kommt nicht ran. Ist sie hinter dir? Nee, ich bin dran. Ich komme mal wieder zu euch zurück. Ich bin dran. Ah, ich sehe sie, alles klar. Wir fliegen jetzt auf England drauf zu. Mit der Kanal, mit Nissen. Oh, mit der Kanal, da fliege ich. Habe ich dich gerade überflogen, Mido? Könnte sein. Es sind überall Kontakte, wenn ich mich hier umgucke. Steigst du gerade in der Lisa? Nee, ich bin ganz im Deck noch. Die Spit ist jetzt in der Lisa. Könnte sein, dass er jetzt kurbelt. Ja, jetzt geht was über Lisa, stimmt. Ich hab keine Ahnung, wer ihr seid. Seid ihr schon weit über Wasser oder noch relativ nah? Nee, bin ich noch. Bin ich noch. Oh, ich sehe euch, ich sehe euch. 5-6 Kontakte da vorne. 200 Meter höher. 5-6 Kontakte alle auf engen Raum. 309, eine Split. Es geht hoch. Ah, abgeschossen. Na, wo bist du mit der 110? Ich habe noch ein bisschen drauf geschossen, aber also wie sie gerade weggezogen hat, also ich weiß nicht, wie viel ich von dem Kill bekommen habe. Ich gehe mal auf die Spit hier. Ich werde hier gleich mal landen über dem Flugfeld, also auf dem Flugfeld da hier. Sehr schön. Spit wird geschossen, hat jetzt ein Wasserleck. Ich sehe es, ich gehe einmal rein und raus. Jetzt Motoraussetzer, Motor kommt schwarz. Geh raus. Der geht runter. Irgendwer im Chat hat geschrieben, ich soll aus der 110 rausgehen. Also oh. Ein blauer, keine Ahnung wieso. Da kommt noch ein Spitfire. Achtung, da kommt ein Spitfire auf euch zu. Noch eine? Spitfire hinter. Achtung, jeder Streik kriegt 6, der Streik kriegt 6, wegbrechen. Nein, ich bin's nicht, ich sehe euch aber. Sieht leider Streik. Ach, der steigt jetzt auch noch. Das ist doch ein Scheiß. Wie soll man ihm denn da helfen, wenn der da jetzt. Kann noch wegbrechen, wegbrechen. Kann man nichts machen, ist zu steil. Zu weit oben. Naja, sag ich ja, das ist ein Scheiß. Unten sind alle und der muss hochsteigen. Also ich meine, das ist ja eine gute Taktik, aber nicht wenn die mit... sie kommt runter, Vorsicht. Ja, sie kommt auf mich. Victor, die geht ja auf die Fahne ziehende. Nee, negativ auf dich jetzt, ja. Ich bin gleich dran, Lego. Du, ich halt runter. Mach dich. Ich hab dich überschossen, ich bin frei. Gut. Hab ihr was mitgegeben? Sehr schön. Aber nur wenig. Sie kommt wieder runter. Ich bin so gut, ja, alles klar. Hängen halbwegs dran an den Ding. Ja, ich seh's. Ich geh auch nochmal von oben. No whisper target found. Die wollte mich gerade head on. No whisper. Hab ihr noch was mitgegeben? Found. Aber sehr wenig. Au, einer trifft mich hier von uns. Nee, das war der mit der Fahne. Ja. Nee, ich meine ja der 109. No er kommt wieder runter, er ist weggefallen. Dieser Wehrlos, ich gehe rein. So, Vorsicht, ich gehe rein. Ja, ich seh's. Ich bin dran. Naja, Vorsicht, alles irgendwie dran, Kat. Ich geh raus. Ich geh auch nochmal raus. Wie du raus. Sie trudelt. Schön. Oh, die fängt boah, an. Boah, die Fahne, der zieht ja, oh, der bringt ab, weg. Schön.
Hat es, sag ich doch, die fängt nochmal am Fallschirm. Okay, ab nach Hause. Ah, Victor. Schön. Das hat gut geklappt.